Schnibbel die Stopp und hallo Trio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag gegen Schalke 04. Ja, Jürgen Klopp hört auf, ja, dicke Einmeldung von gestern, hört auf bei Borussia Dortmund am Ende des Jahres. Das ist ganz schön Käse, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich finde Dortmund und Jürgen Klopp, das ist einfach ein Team irgendwo, irgendwie. Es gibt keine Spiele innerhalb der Woche in der Bundesliga, außer in der englischen Woche. Ansonsten gar nicht, WTF. Und Schalke wird ein starker Gegner heute sein. Die werden uns bestimmt viel abverlangen. Und wir werden ohne Patrick spielen. Und sondern mit Nagasawa, Paco, von Mitrovic. Hector Bellerin auf rechts. Wobei Martell noch kann. Gaia kann auf jeden Fall noch. Und die können sogar alle noch. Die können noch. Wobei, wenn wir nicht richtig rotieren, dann müssen wir ja hinterher wieder in der Liga das dann. Also nee. Aber ist der Hector Bellerin? Bist du da? Und Löwe natürlich dann auch auf links. Ben Adia für Milanov. Und Kim Jong-won dann da. Celah Lim geht dann wieder raus für... für wen geht Celah Lim wieder raus? Celah Lim geht wieder raus für Asoge. Und Sergi Sampa kommt wieder für Nefkara rein. Und über Kim Jong-won die Kapitänsbinde. Ihr seht hier schon, da ist wieder... hart rotiert worden bei uns. Leiva kommt rein. Dolly übernimmt. So, rechtes Mittelfeld. Gatzev im Formtief. Das ist irgendwie komisch, weil der ist ja gar nicht schlecht. Brauche ich noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Nefkara kommt dann noch mit. So. Cunningham. Deflückt. Ja, nee. Zwei Stürmer. Offensiv-Mittelfeldspieler. Joa, komm. Ist okay. Gegen Schalke, ja. Eigentlich komplett B11. Außer Lukas. Lustig. Ja, wie gehen wir gegen die Schalker dementsprechend vor? Ein bisschen defensiver. Ich glaube, wir sind zu Hause, ne? Ja, wir sind zu Hause. Wäre mal geil, wenn der gute Paco sein erstes Saisontor schießen würde. Der hat aber auch einen guten Abschluss. Der ist inzwischen auch Knipser. Alter. Ich bin Paco Alcacer. Ja, der ist auch drin. Willst du mich verarschen? Der dann nicht. Ansonsten tritt halt wirklich echt präzise Schüsse. Wir springen rein in die Partie. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den FC Schalke 04. Schalke ist einen kleinen Ticken schlechter gestartet noch als Bayern. Man gerade gesehen, die Bayern ja gegen uns zuletzt in der Bundesliga 3-1 verloren. Ja, man muss schon sagen, also Moreira, Nagasawa hat ja gemeckert, ah, will spielen, jetzt ist er in der Startelf. Schalke ist aber kein schwacher Gegner und Schalke wird auch kämpfen, ja. Aber Dortmund ohne Klopp, echt, die Pressekonferenz habe ich mir gegeben gestern. Übel. Übel. Sydney Sam, ja, Sydney Sam soll ja bei Schalke am Ende der Saison wieder gehen.
Ja, der war bei uns bei Leverkusen. Also ich fand die Entscheidung, den gehen zu lassen von Leverkusen richtig gut. Eine richtig kluge Idee. Ich fand den schon in der Saison, als wir den dann halt ziehen lassen. Also seitdem der dann gesagt hat, ja, ich gehe zu Schalke, wurde, ist der auf einmal voll abgeschmiert vom Können, ja. Da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Guter Schuss, aber Williams hat den. Auch nice gehalten. Nagasawa, der ist nicht der schnellste. Man hat vielleicht meine Idee gesehen. Oh, da sind aber ein Haufen Schalker gewesen. Lukas. Keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Guter Pass. Aber den kriegt der Keeper. Gut geklärt von Fährmann. Kann da sogar eigentlich hinspringen. Traut er sich vielleicht nicht. Paco Alcácer. Pedro Azoge. Sampa. Und da ist Martell. Ne, Nagasawa natürlich. Martell, so ein Quatsch. Nagasawa. Nope. Aber eine gute Aktion. Bin immer noch ein bisschen verschnupft. Man hört es mir vielleicht ein bisschen an, einen kleinen Ticken. Kommen wir auf jeden Fall erstmal gut über rechts. Das erste Mal. Sergi Sampa zurücklegen. Schön gemacht. Milanov. Auf Kim Jong-won, dann rüber. Löwe. Löwe mit einem guten Pass hier gerade. Mit einem schnellen guten Pass. Ah, die Idee dahinter war eine gute. Also Aktion dafür leider nicht so stark. Aber verurteilen tue ich den jetzt nicht dafür. Löwe stark. Ich würde ja fast sagen, wenig Einsatzzeiten bekommen dem gut. Jetzt mehr auf Abruf, also so mehr so als Backup-Spieler. Oh, Sergi Sampa, warum bewegst du dich da nicht? Nee. Nee, nicht aus der Distanz. Aber Sergi Sampa hier gerade gepennt. Muss da den Schritt machen. Aber das ist ja noch ein bisschen FIFA Engine-like, dass nur der Spieler, den man spielt, eigentlich immer eine Bewegung macht. Ist halt einfach so. Warum läufst du nicht, Paco? Ja, hier. Boah, geil. Nein, was machst du da? Oh Gott, was für eine Ballannahme. Die war so schlecht. Auch wenn es abseits war, aber was für eine Ballannahme. Die war ja grausam. Ich habe zu spät reagiert, aber die Ballannahme. Bah! Auch wenn es abseits war, das muss man besser annehmen können. Ja, will ich machen. Der Ball war extrem schwach gepasst. Paco steht immer gut auf der Linie. Und das war es bis jetzt auch dann. Noel Leiva ist da defensiv. Jong-won, bitte lauf mal ein bisschen mit, danke. Azoge, bitte mal ein bisschen dazwischen laufen. Auch wenn du eh bei jeder Aktion umkippst. Boah, das war schlecht, das war schlecht. Wir müssen aufpassen, die Bälle nicht auf den Gegner abzulegen. Ich will ihn klären und dann kriegen die immer nur so mickrige Kopfbälle hin. Das ist so ein bisschen unser Urteil in der Saison. Boah, was zum Henker war das denn bitte? Oh Mann, Sampa und Azoge. Ihr macht ja momentan ja kein gutes Spiel hier. Die kriegen die Bälle halt nicht gelegt. Das war Sampa hardcore vertrottelt von ihm. Also das war richtig, richtig gehend schwach. Ja, schön, dass du wenigstens mal in den reintrittst. Maul Leiva, der ist eigentlich zu langsam für solche Aktionen. Der ist einfach eine Schnecke am Ball. Deswegen funktioniert immer der Großteil nicht. Paco Alcácer, der ist schnell mit Ball.
Lauf doch nicht so eiskalt mit mir mit. Toll, dass du dich angeboten hast, dass ich dich nie und nimmer anpassen kann. Nagasawa, du machst momentan nicht für mich den Eindruck, als ob es sich gelohnt hätte, dich eingewechselt zu haben. Außer defensiv ab und zu mal. Abseitspass. Kennt man ja bei FIFA. Der, der am weitesten weg ist, der, der, wenn er am Abseits ist, kriegt er immer den Ball. Goretzka ist ein starker Spieler. Ja, gut. Wir haben zwei schwache Positionen ausgemacht bei uns in der Elf. Sergi, Sampa und Asoge, die spielen grauenhaften Kombinationsfußball. Also bei denen läuft, wenn überhaupt, gar nichts. Nagasawa, Lukas, das läuft auch gar nicht. Aber der tollpatscht sich auch den ganzen Scheiß zusammen. Kann man dann schon mal so erwähnt haben. Der wäre einfach durch gewesen. Da gehen alle Spieler automatisch schon zur Seite. Also wir haben in der B11 echt keine tollen Spieler. Schalke wird immer besser, wir werden immer trauriger. Kombinationstechnisch läuft da nicht viel. Boah, das sind schlechte Pässe. Das sind einfach schlechte Pässe, die da den Ticken weitergehen müssen. Ja, Paco ist dann halt auf weiter Flur alleine. Da ist dann niemand. Der gute Lukas, der da eigentlich für diese Position eingeteilt ist, der ist dann da auch nicht. Also gemalt und der Pass ist immer noch nicht gut. Das ist ein Pass, mit dem man arbeiten kann. Und wie gesagt, wir spielen die erste Halbzeit verlegenen Fußball. Naue Leva. Erste gute Aktion. Ich will mir mal kurz die Wertungen angucken, weil die waren nicht gut. Ja, sehe ich genauso. Ist halt einfach so. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das war nix. Nee, das muss Milanov machen. Er bewegt sich ja schon gar nicht. Ich stehe ja nur in der Nähe. Ich brauche doch keine Bewegung dahin. Ich bin Asoge, ich kann eh keine Bälle annehmen. Triff den mal wenigstens da unten am Bein. Puh! Zum Glück geht die erste Halbzeit mal zu Ende hier. Grausam. Köln, Gladbach 0:1, Dortmund, Hoffenheim 0:0. Bayern führt gegen Augsburg mit 1:0. Hertha, Hannover 1:1. Bremen, Hamburg ist das Abendspiel. Oh, das Nordderby. Aber wir sind ja überhaupt nicht vorhanden. Da kannst du ja einen nach dem anderen schon rausballern. Und das tun wir auch. Doppelwechsel bei uns. Zwei, die spielerisch gar nicht da waren. Wir werden ein bisschen offensiver. Ja, auch wenn ich Sergi, Sampa und Asoge eigentlich auch nicht klasse fand. Aber anscheinend haben die da unten noch weniger, die da vorne noch ein bisschen weniger zustande bekommen. Ja, das ist Sergi, Sampas Freistoß für uns. Gut gemacht von Asoge. Wir spielen als nächstes gegen... Ach, Bayern spielt gegen Schalke. Das ist böse. Deswegen muss Schalke hier auch so spielen, wie sie spielen. Also viele Zweikämpfe holen. Viel kämpfen. Also dribbeltechnisch kann er ja nicht viel, ne? Sergi Sampa fällt mir immer wieder auf. Guter Pass raus auf Dolly. War keine schlechte Aktion. Dolly, bitte bleib da auf dem Posten. Lauf mit. Brauchen dich defensiv da unten. Manchmal habe ich nicht das Gefühl, dass ich sprinte mit den Leuten, die wir haben im Kader. Oh, da lässt er sich dann einfach tunneln. Ich fasse es nicht. Da lässt er sich einfach tunneln. Warum? Also man muss ja schon mal ehrlicherweise sagen, dass das in FIFA 15 relativ häufig passiert, dass der Spieler, obwohl er da am Weg steht, dann einfach sich tunneln lässt. Erste gute Aktion in der Partie von uns.
erste. Ich glaube, das erste Mal, dass wir eine Ecke haben. War aber eine schwache Ecke. Nagasawa ist ja auch nicht gut in der Saison. Ist ja auch rausrotiert worden. Oh, ich wünschte, wir hätten Leute, die alle passen könnten, aber das haben wir einfach nicht. Das ist so ärgerlich. Tritt den doch einfach kaputt. Also manchmal, ne? Mir einfach wünschen, eine Hardcore-Grätsche da reinzudrücken in den Gegenspieler. Das ist besser als dieser Alibi-Fußball, den unsere anderen Leute da teilweise spielen. 65. Minute, kommen halt hier nicht mehr raus. Gerade. Oh, Mann! Das war ja auch eine unglaublich tolle Ballannahme. Bin ich ja hardcore. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen und dann laufe ich mit Dolly so schlecht. Ist heute nicht gut. Danke, dass wenigstens mal ein bisschen Sprinten dahinter steckte. Wirkt ja nicht so, als könnte der Mann das. Haben wir eigentlich noch eine dritte Auswechslung? Ich meine schon. Ja, wir haben noch eine dritte Auswechslung. Paco Alcácer bemüht, aber nicht in der Lage gewesen. Oh, schwach! Diesen Pass, den darfst du schon, den darf ich schon vorher gar nicht spielen. Aber starke Parade. Nagasawa heute unterirdisch. Wir spielen offensiv und da bewegt sich dann halt einfach keiner. Das ist das, was ich mit unterirdisch meine. Das war auch nicht gut. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so ein Haken unserer B11-Version. Die können dann einfach nichts. Die bewegen sich auch einfach freiwillig nicht mehr. Die geben gerne auf. Keine Ahnung. Dolly ist jemand, der viel läuft. Ist aber auch so einer der einzigen. Ist halt schon ein bisschen enttäuschend, weil Schalke war jetzt nicht unglaublich stark. Aber wir haben unglaublich getrödelt und unglaublich schlecht harmoniert hier. Man sieht das hier immer wieder ganz gut. Da war auch gerade wieder so eine Situation, da kannst du den nicht so locker laufen lassen, aber wir können das. Nicht gut angenommen. Sergi Sampa kriegt die Bälle schon nicht mehr kontrolliert. Also wir spielen offensiv. Ich werde sogar noch offensiver und es bewegt sich da halt einfach nichts. Es bewegt sich da halt einfach nichts. Ich würde gerne, ich kann einfach nicht, weil hier niemand irgendeinen Schritt mal macht, weil die alle denken, ja, sehr offensiv. Das bedeutet, ich stehe in der eigenen Hälfte. Mann! Dolly! Bewegungslegastheniker. Ist er halt dann irgendwie auch. Ist er dann halt auch irgendwie. Kommt, bewegt euch hier hin. Und bleibt hier nicht weg von denen. Weißt du, wir müssen hier Tor schießen und dann ist da halt keiner. Ich fass sowas einfach nicht in FIFA. Oh, der war schlecht. Dolly heute. Abnormal, ey. Also der war noch schlechter, leider. Es gibt ja immer wieder mal Löwe.
Nagasawa geht da hin und dann bewegt er sich da einfach nicht hin. Ich fass das nicht. Das war's. Etwa, warum muss Löwe der Letzte sein, der den Ball berühren darf? Weil er kann gar nichts mit dem Ball. Ballannahmen, AD, etc. Das ist... Ja, das war's. 0:0 ist gerecht. Ist gerecht. Müssen wir mit leben. Kein gutes Fußballspiel. Also, der Sturm und das offensive Mittelfeld... kannst du in der Pfeife rauchen. Genau wie links und rechts, die waren heute nichts. Aber egal, so, man muss auch mal, ja, wir haben ja nicht verloren, unentschieden spielen können. Schalke ist ja auch kein schwacher Gegner. Aber wir haben halt nicht umgemünzt, kein Kombinationsfußball kam auf. Azurge und Sampa haben das Spiel super lahmarschig gemacht, wenn die am Ball waren. Das muss man so auch mal gesagt haben. Also, wir haben das Spiel überhaupt niemals mit Tempo bekommen. Sampa und Azurge sind nicht gut für das defensive Mittelfeld für uns in Kombination. Die machen das Spiel langsam, sehr langsam, weil Sampa nicht mit dem Ball rennen kann und Azurge nicht kontrollieren kann im Tempo. Das heißt, die beiden bremsen das Spiel extrem aus. Das hat man früher übrigens auch von Michael Ballack gesagt. Langsame defensive Spieler, also die wenn du extrem langsame Sechser hast, bremsen die auch dementsprechend die Partie extrem aus. Das hat man gesehen, Sampa ist halt wirklich lahmarschig vorm Herrn, also der ist richtig, richtig langsam. Das ist unser langsamster Spieler übrigens, es gibt keinen in unserem Team, der noch langsam ist als Sampa. Aber trotzdem hat er ja nicht schlecht gespielt, er ist halt nur super lahmarschig. Das waren unsere besten Aktionen, Dollys Schuss war das Beste, was wir in der gesamten Partie in der Lage waren zu zeigen. Ist dann halt einfach so, na hier das noch und dann... Es ist Nagasawa, der schon gut steht und dann macht er irgendwas, aber nichts Gutes. Berechtigt sich nicht für die Startelf. Schade. Aber trotzdem, komplett scheiße haben wir auch nicht gespielt. Williams bester Mann. Sampa, Azurge, Fahndrich, Finne. Ja, die, die wir ausgewechselt haben. Bläh. Ja, offensiv ging nicht viel. Die Verteidigung hat relativ viel... abgeräumt. Also die hat nicht zugelassen. Ein 0:0 in dieser Phase der Partie, diese Phase der Saison ist jetzt auch nicht schlimm. Dortmund zieht halt damit an uns vorbei, meine ich. Ja. Bessere Tordifferenz. Ja. Wir haben ja zu nichts Ja gesagt. Jetzt sind wir leider punktgleich mit den Dortmundern. Und haben direkt das nächste harte Spiel. Vor der, vorm Gesicht. Williams echt übel. Der hat ja momentan auch richtig krasse Form. Wie gesagt, schade eigentlich. Aber ich denke mal, bei Leistungsträger der Woche dürfte unser Keeper bei sein. Ja, ist momentan... Der ist gut, ja. Der macht wenig Fehler. Er ist halt wirklich klein. Wurde ja schon gesagt, er ist halt wirklich klein. Und das ist ja kein Fehler. Kann ja nichts für seine Größe. Gut gespielt allerdings, wie ich gerade schon gesagt habe. Also defensiv waren wir ganz okay, fand ich. Nicht überragend, aber okay. Gucken wir uns mal die... Leute, die wir hier gescoutet haben. Nee. Gehen wir nochmal hier. Oh Gott. Der ist 18 und hat fast 70. Wunschkandidat für die Saison. Geil. Den will ich auch haben. Den und den Wolfsburger. Da haben wir ja mal zwei coole Leute. Die behalten wir auf jeden Fall. Die hier wird archiviert, weil ich das sehen haben möchte. Den müssen wir auf jeden Fall kämpfen um diesen jungen Mann. Ihr seid schade, dass wir nur unentschieden gespielt haben. Aber kein Gegentor und das ist natürlich auch wieder richtig gut gewesen. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern. Und morgen sehen wir uns wieder gegen den Tabellenletzten Hamburg. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Haut's rein. Ciao, ciao.